Das Justizsystem basiert natürlich auch darauf, dass es auf Hoffnung setzt, auf Entlassung, auf die zweite Chance. But there will always be victims because a certain amount of these offenders will commit crimes again. Hello and welcome. My name is Christina Nord. I'm the head of the Berlinale Forum, an independent section of the Berlinale run by the Arsenal Institute for Film and Video Art. It is my great pleasure to welcome Chris Wright and Stefan Kolbe, the directors of Anamnesis. What's your film about? Could you please describe it in two sentences? It's a film about a murderer, but less about the murderer himself than about the way that we imagine a murderer. What does the idea of a murderer do in your imagination? Mm-hmm. And how did the idea come upon you? Well, we've always been interested in situations where extreme moral dilemmas are reflected in the everyday lives of ordinary people. And we basically, a very long process, we ended up in a prison faced with people who'd done some of the most evil acts you could possibly imagine. So we went to a therapy group which is specialized in the treatment of violent murderers, rapists and other sex offenders. And that's where we met our protagonist. Genau. In letzter Zeit haben Sie die Hauptbehandlung waren die therapeutische Gespräche mit dem Therapeut. Ja. Ja. Und sein Bericht dann stellt eindeutig, dass Sie da auch gute Fortschritte gemacht haben. Und ich weiß, es ist schwierig für Sie, über diesen Themen immer wieder zu sprechen. Ja. Aber die Sache ist noch nicht abgeschlossen. Ich halte die Gespräche für immer noch wichtig und notwendig. Ja, aus Ihrer Sicht, Sie würden sagen, es gibt nur Risiko, aber für uns, da wir nur Einschätzungen machen können, keine Vorhersage, dann für uns, wir sagen, es ist nie null. Ja, da ich kann das bei keinem Mensch sagen, dass es kein Risiko geht. Ja, die Vorstellungskraft habe ich nicht. Film is something you do together with other people. You already are working together. You have been working together for a very long time. Who else is sort of like part of the group of people you're working with and whom you would like to mention in this context? Well, we have our producer, Heino Deckert, who's been with us more or less from the very beginning and supports us a lot. It was also great to work again with Dreisat, with the broadcaster, who've also been quite faithful to us over the years, and we'd also like to give a special mention to our sound designer, Rainer Schwarzer, who we've also known back since we studied, because sound is also a very important element in our films and contributed a lot to the slightly nightmarish atmosphere that this film sometimes has. I was very much intrigued by your decision to work with puppeteers and with a puppet. And maybe you could say a couple of things about your decision, why you opted for the puppet and the puppeteers. Well, the first time we went to this therapy group and met our protagonist, we noticed that we spent a lot of time observing ourselves, not just the actual men in this group, but the way that we reacted to them. Because we came to this group and we didn't actually know what these men had done. And we didn't know anything about their crimes at the beginning. So of course we sit there with these 10 guys and we're always imagining, okay, what can this person have done? And we wanted that idea of the imagination and our preconceptions about these kind of people or these people who've committed those kind of crimes. We wanted that idea to be really present in the film. So that was one aspect. And the second important point was that our protagonist at some point relatively early said he doesn't want to be shown in the film. He doesn't want to be identifiable. So he didn't want to be his face to be visible. And we also wanted to change his voice a little bit in the post-production.
So it seemed completely natural for us to go to this idea of a puppet and theater, so that you actually don't see the protagonist himself that much. What you see is already an imagination of the protagonist. It's our presentation and interpretation of him. Man kann auch malen, wenn man die Malerlaubnis hat. Oder zweimal im Monat meditieren. Das sind ja alles offene Veranstaltungen. Da kann man ja einfach hingehen, ohne extra einen Antrag zu stellen. Es gibt auch noch Keramikzirkel und Holzzirkel. Das ist jetzt neu. Und deine Therapie. Welche Module hast du da gemacht im Laufe der Zeit? Kannst du die alle aufzählen? You already mentioned the fact that it's not only about the murderer and the case and things like a reconstruction of the case. It's not so much about it. It's more about your imagination. And this, in a way, relates to the fact that you are very present in the film. And maybe you could say a couple of words about this decision to be present from the very beginning. And it's also not the first time that you are present in a film you make. Wir haben beide sehr verschieden auf Stefan reagiert, auf Stefan und seine Geschichte. Es war ziemlich früh so eine Beobachtung, die wir an uns machten, dass Chris sehr stark, wenn es um Stefan ging, den Mörder, den Fall, das kriegte er nicht aus dem Kopf. Und das war das, was ihn eigentlich unentwegt beschäftigte. Und merkwürdigerweise machte ich die Beobachtung an mir, dass ich sehr quasi auf den Menschen, auf die Biografie eigentlich vor der Tat bei Stefan abzielte. Wenn ich mit ihm zusammen war, konnte ich mir beinahe nicht vorstellen, dass er einen Mord begangen hat. I think one important element in our films has always been the relationship to the protagonist and making that relationship part of the film, so that you know that it's about our experiences with these individuals. It's a really ambivalent process. We, in the past, we've gotten close to these people. We've really kind of had a big impact on their lives. And then we've kind of disappeared out of their lives. At the end of the process, for example, I was afraid of this guy. I don't know whether he might re-offend again, whether he might actually commit another crime in the future. Der Arbeitstitel des Films war irgendwann Supervision. Wir hatten ein echtes Problem, immer nach den Filmen. Was machen wir da eigentlich mit unserem Protagonisten? Welches Bild konstruieren wir von ihnen? Und wie leben sie damit? Und wie leben natürlich auch wir danach mit unseren Protagonisten? Wo ist die Verantwortung? Was ist da professionell und was ist privat? Und natürlich spielt man ja immer, ich meine, wir kommen dorthin und natürlich sagt man sich, ja, wir sind jetzt Filmemacher, wir machen einen Film, aber irgendwann ist es eben natürlich mehr. Und die Filme leben natürlich immer genau davon, dass man mit diesem Mehr, mit auch was über unsere Beziehungen erzählt, und zwar eigentlich letztlich auch private Beziehungen. Und nun kann man das unprofessionell nennen, aber anders würden diese Filme nicht entstehen und nicht so sein, wie sie sind und nicht so wirken. Und man kriegt das alles nicht aufgelöst, man kriegt diese Verantwortung nicht aufgelöst und eigentlich kann man danach nur sagen, okay, wir machen das jetzt einfach nicht mehr. Und deswegen wollten wir diesmal eigentlich einen Film darüber machen, über dieses Dilemma. And what's interesting is that the starting point for us in the prison wasn't actually these offenders, wasn't the criminals, it was the therapists. Because in a way we identified with that kind of role that they have. They also get to know these people very intimately in a professional context. You know, how does the therapist deal with hearing these stories of murder, rape, child abuse all the time? That interested us at the beginning. It's very much about this idea. We don't know the truth about this murderer, you know? And the therapist can also never know the truth about this man. He can't actually, he admits that at the end of the film. It's only guesswork. And it's always been the same for us about our protagonists. We don't know the truth about their lives. The protagonist and his deeds are very hard to stomach, are very hard to confront.
At the same time, in the film, you find a lot of strategies, artistic strategies. For instance, the use of the puppet and the work of the puppeteers. Maybe you could say a little bit about this process, how you develop these kind of things, how you develop from something you find, something which becomes like piece of your artwork. You need some level of abstraction that makes you able to survive making the film, let's put it that way. So you need to get out, you need to look into landscapes. Yeah, you need to step away from your protagonist and what and their own story and get some distance to it. It's an aesthetic strategy, but it's also a coping strategy for us as filmmakers. So it's not just aesthetic, it's about us. Zuerst war ich auf der Motivationspiste. Da wird man erst motiviert. Für die folgenden Jahre Therapie. Grundkurs soziale Kompetenzen habe ich, glaube ich, danach gemacht. Da wird man gefilmt, wie man sich anstellt im Laden. Es wurde nachgestellt, dass man im Laden ist und sich Schuhe zeigen lässt und die anprobiert und wenn sie nicht passen oder nicht gefallen, dann zurückgibt. Auch wenn die Verkäuferin sagt, es sind gute, man solle sie doch kaufen. Stefan, you said earlier that you were very much interested in the biography of Stefan S. And about sort of like the life before he committed the crime. Would you like to say a couple of words about the biography and why you were sort of like intrigued by it? Es gibt eine frühe Geschichte, die uns beide sehr verwirrt hat in den Recherchen zu dem Film. Wir sind in das Landgericht Berlin gegangen und haben dort Prozesse beobachtet. Und wir haben zuerst den Vortrag der Staatsanwaltschaft gehört und es war für mich vollkommen klar, ich folge dieser Geschichte und es war vollkommen klar, wie die Schuldlage aussieht und dass das, was ich von diesem Mann zu halten habe. Am nächsten Tag höre ich den Vortrag des psychiatrischen Gutachters und ich bekomme die Geschichte eines Opfers. Also das hat meinem Hirn so zu schaffen gemacht, diese zwei Geschichten innerhalb von zwei Tagen auf eine Person zu legen, zu projizieren und das in irgendein Verhältnis zu setzen. Man kommt dann so an die Grenzen dessen, was man denken kann und das ist irgendwie immer ein Punkt. Ich glaube, oft haben wir da angefangen, versucht, Filme zu drehen, wenn ich in diese Verwirrung gerate, wenn ich die Dinge einfach nicht zu Ende denken kann, ich kriege sie nicht sauber, also ich kann mich nirgendwo hinretten. Ich krieg das bis heute nicht aufeinandergelegt. Ich kann nicht gleichzeitig die zwei Geschichten denken und auch jetzt im Nachhinein, ich weiß, ich bilde mir ein, von Chris zu wissen, dass es ihn sehr beschäftigt, was jetzt danach, ich denke, du siehst die Gefahr groß, dass er das wieder tut, oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe zumindest diese Angst, das glaube ich, das ist eine große Präsenz. Komischerweise ist auch jetzt, ich vertraue dem eigentlich sehr, dass das die totale Ausnahme in Stefans Leben war und dass das jetzt tatsächlich zu einem Leben bei ihm führt, was für die Gesellschaft nicht gefährlich ist. Ich vertraue dem sehr. We aren't experts, you know. The experts have looked at him and said he deserves this second chance. So yeah, we just have to live with that ambivalence. Das Justizsystem basiert natürlich auch darauf, dass es auf Hoffnung setzt, auf Entlassung, auf die zweite Chance. It's the measure of a society, how much we can give these people like this a second chance. Mm-hmm. But there will always be victims because a certain amount of these offenders will commit crimes again. I think the two aspects what you were referring to are reflected in the two titles you chose for the film. The German title Anmaßung doesn't mean what the English title means. And maybe you could say a couple of words about the two titles and the two aspects of the film they cover. Der deutsche Titel Anmaßung kam tatsächlich aus der Arbeit mit den Puppenspielerinnen und eine der Puppenspielerinnen in einem sehr frühen Material sagte sie, alles, was wir tun, ist anmaßend.
Wir machen uns ein Bild über ihn. Wir kennen ihn nicht, sagte die Puppenspielerin. Das ist ja auch Teil des Experiments gewesen, dass sie auf Grundlage unseres Materials, unserer Vorstellung, ihre Vorstellung entwickeln. Also quasi die Stellvertretersituation für das, was wir eigentlich immer mit dem Zuschauer machen. It's a translation problem because I couldn't think of one English word that embodies that. Anamnesis comes on the one hand from philosophy. It's Plato uses it as well as this idea of remembering, looking back on things and the way a memory hits you and becomes a sensation. That side, and then there's this also the idea in the medical context, it's the case history of a patient, the reconstruction of their life and what led to a crime, for example. So it's the German and the English, they both seem to complement each other. Yeah, thank you very much. Tausend Dank. Thank you very much for having us. It's an honor. It's a pleasure. Take good care, you guys, and see you soon. Yeah. Ciao. Bye.